Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Watch Dogs 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Diesmal wieder als ganz normales Video. Unterwegs hier in San Francisco. Bevor wir jetzt loslegen, will ich ganz kurz mal mit euch in den Forschungsbereich, denn wir haben 25 fucking Punkte. Und ja, Leute, wenn du oder wenn ihr alle da draußen Bock habt auf Watch Dogs, wenn es euch gefallen hat, gerne am Ende des Videos nicht vergessen zu bewerten. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich positiv, ist ja klar. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir jetzt eigentlich? Das ist jetzt die, jetzt ist es, das ist wirklich die Frage. Die Frage der Fragen. Ruhige Zielhand. Botnetz. Gehen wir uns einmal davon. Dann Basteleien. Elektroschockgerät. Sprengsatz. Verkehrskontrollen Exploit. Boah, was nehmen wir denn jetzt? Das ist echt. Na, Scan. Rüste den Quadrocopter mit verbesserten Scan-Kapazität auf. Ja, nehmen wir das. Wir haben ja uns beim letzten Mal im Stream nämlich den Quadrocopter gegönnt. Oh, Abklingzeit verringern. Können wir uns auch mal eben. Dann haben wir noch das hier. Rüste den Jobber mit einem eingebauten Lautsprecher aus. Nehmen wir das hier. Und fehlende Kerndatin. Das können wir uns alles noch nicht gönnen. 7 Punkte haben wir noch. Dann nehme ich das hier. Nachladegeschwindigkeit. Reichweite der Elektroschockwaffe. Nehme ich das. Perfekt. Nice one. Und Basteleien auch. Komm, scheiß drauf. Scheiß doch einfach drauf. Okay, so, abgegradet haben wir. Jetzt schauen wir, was wir als Missionen machen. Hackerkrieg haben wir noch was offen. Position des Bunkers von Lenny beschaffen. Deadzeck hat recht, hatte recht. Der Dechiffrierungsschlüssel des Ransomware muss auf einem Computer im Prime 8 Bunker sein. Höchste Zeit, die Position dieses Bunkers herauszufinden. Okay. Machen wir das, Leute. Scheiße nochmal, ey. Die Alte wird sehen, was sie davon hat. Ganz, ganz schlimm. Die Alte ist. Boah, kann sie knicken, ey. Gerade die Friese ist. Das Friese ist echt das Schlimmste an der Alten. So, raus jetzt hier. Wow! Ich wollte mich jetzt nicht vor den Bus werfen. Das ist nicht so mein Ding. Dazu gibt es keinen Grund. Mein Leben ist doch so schön. Alles klar. So. Also wieder hier in die Bar. Hey, vorsichtig! Sicher, dass du damit weitermachen willst. Ich hasse euch, Fixer. Und weißt du warum? Die Propagandavideos, die Graffitis, der ganze Anti-Irgendwas-Gutmenschen-Bullshit. Ihr Arschlöcher nehmt euch verdammt nochmal viel zu ernst. Oh, du greifst uns an, aber du kapierst es nicht. Wir stecken da gemeinsam drin. Wir können das. Hey! Was für einen dämlichen Noob glaubst du vor dir zu haben? Und wie komplett bescheuert musst du sein, dich erwischen zu lassen. Ich dachte, es wäre ein Versuch wert. Okay, fuck. Mal sehen, wie weit ihr mit toten Servern kommt, Loser.
Sag mal. Ja. Moment. Wir haben einen Ping vom Primate-Bunker. Und Lenny ahnt von nichts. Kann sein. Na los, ihr traut hier viel zu viel zu. Sag mal, Leute. Sehe ich das falsch oder ist das hier einfach. Man kann das absolut nicht ernst nehmen, was hier passiert. So, also auf einer Skala von, ey, die Scheiße ist am Brennen und uns ist alles scheißegal, Junge. Oder? Kann das sein? Weil eigentlich theoretisch geht es doch darum, ob der ein paar Jahre in den Knast geht. Aber ey, ist ein cooles Spielchen. Ey, ihr seid Wichser, ey, ihr sprüht gerade Rare Fedis, Alter, das geht gar nicht klar. Okay, cool. Ja, ey, macht der nichts draus. So, warte mal eben. Ich wollte nur ganz kurz gucken, ob wir irgendwie eine Möglichkeit haben, da in der Nähe einen Scheißendreck Punkt zu finden. Nein, geht nicht. Muss ich da hinfahren oder was? Muss ich hinfahren oder was? Na, ich muss da hinfahren. Okay. Boah, der Sound des Wagens klingt irgendwie beschissen, ey. Der klingt so, als wenn du irgendwie, keine Ahnung, ey. Beim Staubsauger den Saugrüssel zuhältst mit deiner Hand. So hört sich das an gerade so ein bisschen. Ich meine, wer kennt den Sound nicht? Oh, warte mal, alle, die selber nicht putzen müssen. Weil noch Mami das macht, wa? Hab ich euch erwischt, oder? Ja, ja, ist klar. Aliens vs. Predator. Die Frage ergibt keinen Sinn. Ich meine, Aliens nutzen Predator nur als externe Wirtskörper, um ihre Spezies zu erhalten. Und die Predator... Die kommen von einer Welt, auf der man jagt oder stirbt. Sie brauchen Xenomorphe, um zu Elite-Krieger zu werden. Es ist ein scheiß Ökosystem, das keinen wahren Gewinner hat. Okay, ignorieren wir mal die Wissenschaft. Rein hypothetisch, 1 gegen 1. Wer gewinnt? Meinst du bei Ridley Scott oder Cameron? Mir gefällt das Sequel besser. Nehmen wir das. Marcus, kühne Behauptung. Darüber müssen wir später nochmal reden. Aber gegen ein Cameron-Alien... Die sind aggressiver, also gewinnt der Predator ganz leicht. Technologisch gesehen ist er weit überlegen, also kann er sich verteidigen, wenn der Xeno ihn angreift. Doch das ist wie die Frage, wer gewinnt, ein Mensch oder ein Zombie? Aliens jagen in Rudeln. Okay, okay. Wie viele Aliens wären ein fairer Kampf gegen einen Predator? 3. Ein Predator-Speermeister kann mit einem Yautja-Kombi-Stick 2 in Schach halten, aber ein dritter Xeno kommt bestimmt näher heran. Selbst wenn er ihn tötet, die Blutspritzer werden ihn völlig verätzen. Schwer zu sagen, man müsste die Statistiken in einen Wahrscheinlichkeitsalgorithmus packen. Gegen Judge Dredd haben beide gekämpft, was ziemlich abgefahren ist. Aliens gegen Batman. Der Predator auch. Vergiss bloß nicht Superman und Batman gegen Aliens und Predator. Wer hat gewonnen? Ich weiß nicht mehr. Egal. Weißt du was? Ich gebe dem Predator den Gesamtsieg. Ja? Klär mich auf. Der Predator hat Archie erledigt. Shit, du hast recht. Archie ist so ziemlich die Spitze der Nahrungskette. Glaubst du, Predator ist mehr so der Betty oder der Veronica-Typ? Weder noch. Ich würde sagen Sabrina. Das ist ein gutes Argument. Ist gekauft. Predator ist an der Spitze. Wie geil ist das denn? Geiler Nerd-Talk. Was ist der Plan? Reingehen, Schlüssel holen, Kiki befreien. Können wir den Bunker haben? Können wir? Du musst diesmal beim Aufräumen helfen. Ach, immer lässt sie mich aufräumen. Fangen wir mit Reinkommen an. Geiler Nerd Talk. Das ist sowieso immer ganz geil, wenn so Spiele, wie nennt man das nochmal? Das ist nicht unbedingt die dritte Wand durchbrechen, so wie Deadpool das macht, sondern, wie nennt man das, wenn... Okay, Leute, was ist der Plan? Tja, Lenny hat die Tür extrem sicher verschlossen. Und Plan B? Ich hab da was. Ein alter Entlüftungsschacht. Wahrscheinlich zugewachsen, also... Den finde ich. Wie nennt man das, wenn Spiele irgendwas aus der echten Welt übernehmen und zitieren? Da gibt es auch irgendwie so ein spezielles Wort, mir ist natürlich wieder entfallen. Keine Ahnung. Irgendwas... Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, aber ich finde es cool, um darauf zurückzukommen. Ich finde es cool, dass sie das machen. Okay. So, Kleiner. Let's go! Ich habe einen miesen Helikopter.
Ich hab einen miesen Helikopter. Okay. Fliegen wir erstmal durch die Gegend, markieren sie quasi alle. Nerdkultur mitnehmen, nein, das ist, nee, ich überlege immer noch, ich überlege immer noch, das ist doch einfach nicht mehr zu fassen, ne? Wollte ich gar nicht. Ja, natürlich siehst du mich direkt. Ist klar. Oh, die Schrotflinte. Na gut, jeder, der den letzten Part bzw. den Stream gesehen hat, weiß, was ich damit anrichten kann. Da gibt's dann, ja, da gibt's dann gar keine Gefangenen mehr. Wenn ich da sowieso rennen muss, Leute. Komm. Scheiß drauf. Obwohl, es ist dumm, wenn ich den jetzt ausschalte. Warum ist es doch einfach so denn, oder? Und Schweißfüßen. Such nur schnell den Dechiffrierschlüssel. Los! Finger weg von meinem Shit. Oh, hey, Lenny. Ich bin in deinem Haus. Zerlege deinen Shit. Sie hat ihr alles vermint. Was? Was sehen wir da? Zwei, nein, drei. Sieht aus wie... Shit! Vielleicht vier. Offenbar nicht verbunden. Die Reihenfolge ist dann wohl egal. Wie viele Knoten? Such einen anderen Weg raus. Leute, Leute! Ich muss mich konzentrieren. Oh Gott, Alter. Diese Rätsel oder diese Schalterdinger, die nehmen sie aber auch ganz schön oft, wa? Im Spiel. Wow. Lustig. Okay, 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 okay. So, das haben wir. Alter Schwede, wie gesagt, das nehmen sie echt ganz schön. Ach hier, jetzt fällt es mir ein, Popkultur, oder? Nennt man das nicht Popkultur, wenn sie Popkultur-Andeutungen mit drin haben und so? Ich überlege auch gerade, in welchen Spielen das noch so war. Ich glaube zum Beispiel auf der Xbox in Sunset Overdrive von Insomniac Games war das sehr viel am Start. Da haben sie auch sehr viel so ein Shit mit eingebaut. Und Sunset Overdrive ist eh so ein richtig geiles Spiel. So ein richtig geiles Spiel, was mal richtig geil wieder überall untergegangen ist, weil die Leute es nicht erkannt haben. Aber naja, das passiert dann des Öfteren. Dass die Leute sich lieber immer wieder den gleichen Brei reinziehen.
Aber wenn dann mal ein Entwickler um die Ecke kommt, der was Cooles Neues probiert. Was soll denn das sein? Das ist ja gar kein High-Class-Blockbuster-Titel, das war gar nicht Uncharted 6. Das guck ich nicht, nee. Was? Auch noch auf der Xbox? Was? Auch noch von Microsoft? Nee, guck ich nicht. Das ist nicht cool. Ja, das ist, jeder hat ja seinen eigenen Geschmack. Ist ja auch cool so, ja. Aber ich find's immer sehr schade, dass so viele Spiele da draußen nicht mal die Chance bekommen. Und das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Dass so viele Spiele dann immer nicht eine Chance bekommen. Ja? Naja. Ja. Amis? Boom, Bitch! Weißt Bescheid jetzt? Oh Mann, du beschissenes, schleimiges Donut-Arschloch! Seht euch das an. Ich glaube, ich habe die Bomben entschärft. Es ist noch nicht vorbei. Doch, ist es. You're done, bye bye. Hau rein, bye bye. Das war jetzt schon die Mission. Ja, nee, oder? Das ist ein Witz jetzt. Also, das war jetzt nicht irgendwie. Ich weiß jetzt nicht so. Au! Da kommt ja Feuer raus. Ich dachte, da kommt Wasser raus. Hey, Marcus. Trautes Heim Hackerspace. Endlich sind wir diesen Primate-Gestank los. Seid ihr fertig? Yep. Sabotage. Tatsächlich. Das war's. Das ist. Okay. Das war jetzt nicht unbedingt die allercoolste Mission. Naja. Naja, Leute, also ich werde auch im Stream vor allem auch oft gefragt, wie finde ich das Spiel, wie finde ich das Spiel. Ich weiß nicht, also Leute. Ich finde es schon besser als Watch Dogs 1, auf jeden Fall. Irgendwie auch von der Welt vor allen Dingen, weil ich finde die erstmal ein bisschen cooler, optischer. Und auch so, was den, wie sagt man, so von der Belebtheit, ist das, kann man das so als Wort nennen? Ich finde einfach, hier ist ein bisschen mehr los. Ja. Das finde ich ganz nice. Spielerisch auch natürlich konsequente Fortsetzung, ja. Kann man das mit dem Quadrocopter einnehmen? Ne, kann man nicht. Kann ich da mit dem Teil, kann ich da irgendwie hochjumpen? Meinte, das geht. Ups. Da habe ich mein eigenes Ding gesprengt. Wie komme ich denn da hoch, sag mal? Soll ich einen Krankenwagen rufen? Was ich allerdings aber auch sagen muss, dass teilweise das Missionsdesign kann schon ein bisschen stärker sein von mir aus. Ich nix dagegen. Ein paar selbsternannte Kunstanarchisten nennen sich die Ordinate Academy. Rodentia Academy ist ein Anagramm. Gut erkannt. Was ist Ihre Plattform? Totale Transparenz. Keine Privatsphäre für niemanden. Wozu dann die Masken? Diese Rattenmasken. Wie sehen die aus? Stylish. Low poly. Fuck. Das ist Default. Default? Der Musiker? Default. Der Ex-DedSec-Hacker. Default. Das Psychopathen-Arschloch, das mich in seinem Spukschauerhaus vergasen wollte. Okay, dann sehe ich mir diese Typen definitiv mal an. Und so lerne ich noch einen der neuen Follower kennen. Okay. Default? Nice. Warte mal, was haben wir denn jetzt noch für Mission offen? Sondern ist das eine Nebenmission? Tatsächlich. Das ist eine Nebenmission. Na gut. Wir schauen mal auf jeden Fall, was wir beim nächsten Mal machen, Leute. Denn die Folge endet hier an dieser Stelle auf jeden Fall. Ich danke fürs Zusehen. Und ja, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr so von Watch Dogs? Wie gesagt, mir gefällt das schon besser als der. Als der erste Teil, spielerisch und optisch natürlich so.
auch ein bisschen, ich weiß nicht, von der Missionsstruktur, weiß nicht. Da wäre mehr gegangen. Aber was für mich das Wichtigste ist, ist halt die Story und die Charaktere. Und ich weiß nicht, also Marcus hat jetzt noch keinen viel krasseren Eindruck hinterlassen als Aiden Pierce. Ich weiß nicht, wie euch das da geht oder so, aber ja, wenn ich das, wie gesagt, wenn ich das mit den Anfangszeiten der Assassin's Creed-Teile vergleiche, so ein Altair oder so ein Ezio, die haben deutlich mehr Profil als Aiden Pierce und Marcus zusammen. Und das ist halt ein bisschen schade, wenn der Hauptheld so blass bleibt. Weil was ist eigentlich seine Motivation? Was will er eigentlich? Was will er eigentlich? Wer ist er eigentlich? Das ist doch die Frage. So, da hast du ja am Anfang von Watch Dogs 1 schon mehr nachvollziehen können, was Aiden machen will oder warum er das macht, als hier, finde ich persönlich zumindest. Oder? Sehe ich das anders? Ich weiß nicht, sehe ich das falsch? Sehe ich das? Was heißt falsch? Das ist meine Meinung. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Das war es jetzt wirklich. Lasst eine Bewertung da, wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ihr es unterstützen wollt. Und haut rein. Tschüss.